Millionen Deutsche investieren am liebsten in ETFs. Denn ETF-Sparpläne sind für viele das Sparbuch des 21. Jahrhunderts. Sehr beliebt ist der MSCI World. Aber dieser ETF, ist er wirklich so gut? Und was sollte man unbedingt wissen? Das bespreche ich hier an der Frankfurter Börse mit dem Börsenexperten und Chefredakteur von Inside Wirtschaft, Manuel Koch. Grundsätzlich, welche Bedeutung haben ETFs? Ja, aktienbasierte Fonds und ETFs sind die beliebteste Anlageklasse der Deutschen. 7,6 Millionen Deutsche sind in diesen Anlageprodukten und nochmal 2,9 Millionen in Einzelaktien. Also ein ganz wichtiger Schwerpunkt, diese ETFs. Und die Sparpläne sind wirklich wie das Sparbuch des 21. Jahrhunderts. Das Gute ist, man kann sich breit aufstellen, diversifizieren und auch gut die Kosten im Überblick behalten. Welche Unternehmen sind im MSCI World Index enthalten und wie werden sie ausgewählt? Ja, der Index beinhaltet 1500 Unternehmen aus 23 Ländern und bei der Auswahl geht es ausschließlich nach Marktkapitalisierung, also nach dem Börsenwert eines Unternehmens. Und da sind die USA ganz vorne mit ihren großen Tech-Unternehmen, also die Namen Amazon, Apple, Alphabet, Microsoft sind da die wichtigen Namen. Die haben alleine einen Anteil von etwa 12,5% am gesamten Index. Also man sieht, wie wichtig das ist. Das ist ein Nachteil, weil man vielleicht negativ gesehen so ein Klumpenrisiko hat. Auf der anderen Seite ist es ein Vorteil, wenn man auf der Welle, wenn es gut läuft, dann eben mitschwimmt. Wie hat sich die Performance des MSCI World Index in den letzten Jahren entwickelt und welche Faktoren haben diese Entwicklung beeinflusst? Ja, der MSCI World ist wie praktisch jeder Index den Krisen unserer Zeit ausgesetzt. Also in der Corona-Zeit ist es natürlich runtergegangen. Ukraine-Krieg ist es natürlich auch erstmal runtergegangen. Man kann sagen, in den letzten 5 Jahren hat der MSCI World 38% zugelegt. In diesem Jahr etwa 15%. Das ist sehr ordentlich. Kurzfristig reagiert er natürlich auch immer wieder auf die Krisen. Aber langfristig gesehen geht es auch für den Index wie für andere Börsenindizes nach oben. Und gerade wenn es den Tech Werten gut geht, dann profitiert dieser Index. Welche Länder, Regionen und Branchen sind im MSCI World Index am stärksten vertreten? Also 69% sind die USA. Das ist wie gesagt ein Klumpenrisiko, aber eben auch eine Chance, weil diese Aktien oft besonders gut performen. Ja, 6% sind in japanische Titel investiert, 4% nur in Großbritannien und Deutschland liegt unter 3%. Das heißt, auch DAX-Konzerne haben praktisch in diesem MSCI World Index kein großes Gewicht. Zu den Branchen kann man sagen, am wichtigsten ist die Informationstechnologie 22%, Finanzdienstleistungen 15% und Gesundheitswesen über 12%. Welche Anbieter der MSCI World ETFs sind besonders beliebt? Also es gibt da die großen Namen, iShares von BlackRock zum Beispiel oder Amundi oder Xtrackers, das ist eine Plattform der DWS, die zur Deutschen Bank dazugehört. Und wenn man dann kauft, sollte man sich einen günstigen Neo-Broker dazu nehmen und dann hat man eigentlich ein ganz gutes Paket. Aus welchen Gründen performen die MSCI World ETFs von verschiedenen Anbietern unterschiedlich, obwohl sie eine gleiche oder ähnliche Zusammensetzung haben? Ja, man sollte ja denken, Index ist Index und es müsste alles gleich sein. Aber wenn wir zum Beispiel Amundi und iShares vergleichen, dann sehen wir, dass da eine Differenz in den letzten Jahren aufgetaucht ist von etwa 1% zugunsten von Amundi. Wie kann das sein, wenn die Zusammensetzung doch gleich ist? Ein wichtiger Grund ist dann doch eine unterschiedliche Indexabbildung, Replikation, sagt man. Und so setzt sich der iShares Index vor allen Dingen physisch hat eine physische Replikation und Amundi hat eine synthetische Replikation mittels Swap-Geschäften. Das macht schon den größten Unterschied aus und dann gibt es auch noch bei der Zusammensetzung leichte Unterschiede, auch zeitlich gesehen, bis dann die Titel im Index stattfinden. Und der iShares ETF schüttet zudem die Gewinne auch aus, während der Amundi ETF sie dann wieder reinvestiert. Sollte man in den MSCI World investieren? Ja, wer nur in einen einzigen ETF investiert, der sollte sich vielleicht überlegen, ob man vielleicht den FTSE All World lieber nimmt. Der hat deutlich weniger Klumpenrisiko in den USA, ist etwa unter 60%, immer noch viel, aber deutlich weniger. Man investiert in Schwellenländer wie China und Indien, das hat dann der
MSCI World auch nicht. Also man ist breiter aufgestellt, diversifizierter. Außerdem investiert der FTSE All One in 3.700 Unternehmen aus 50 Ländern, also auch da breiter gestreut. Es spricht nichts gegen den MSCI World, ist ein sehr beliebter, sehr stabiler ETF. Wenn man den nehmen will, würde ich persönlich sagen, sollte man vielleicht noch einen ETF mit Schwellenländern dazu nehmen. Wenn man wirklich nur einen einzigen Index haben will, in den man investiert, bietet sich vielleicht der FTSE All World eher an. Vielen Dank an den Börsenexperten und Chefredakteur von Inside Wirtschaft, Manuel Koch.